ist denn da? Hallo, hallo. Ich kenne doch die Stimme. Die Stimme kenne ich irgendwoher. Hallo, wer sind Sie? Ich kenne auch die andere Stimme. Wer sind Sie? Na, ich bin der Robson. Du bist der Robson. Robson. Und du? Robson, was machst du denn hier? Axel, Mensch. Ja, ich mal, was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Genau. Warte mal, welcher ist denn heute? Heute ist der 23.8. Da war doch irgendwas. Alter, jetzt erzähl, komm. Hey, Folge 46, Staffel 3, Beginn von Dies, das Ananas, Leute. Yes, baby. Ja. Yeah. So sieht es nämlich aus. So, Robson, hörst du dich jetzt eigentlich noch doppelt? Durfte eigentlich nicht, wa? Ja, ich höre mich immer noch doppelt. Warte, das ist dann spätestens jetzt, glaube ich, vorbei, oder? Oh, super, endlich. Ich höre mich nicht mehr doppelt. Ha, toll. Ich mag mich ja doppelt hören, aber so nicht. Mensch, Axel, wie geht's dir? Wie hast du die Sommerpause überstanden? Die Sommerpause habe ich sehr gut überstanden. Waren ein paar schöne Tage dabei, ein paar schöne Sachen erlebt, die wir heute bestimmt noch mal ein bisschen besprechen werden. Nicht ganz so ruhmreiche waren auch mit dabei. Also ja, da kommen wir auch noch später, definitiv dazu. Da kommen wir auch noch ein bisschen dazu. Nein, ansonsten, werde ich gleich noch mal ein bisschen aufarbeiten. Sehr, sehr schönes gemacht, aber erstmal, Robert, zum Anfang. Ja, ich hab den Sommer genutzt, ja, und wollte. Ich wollte auch ein bisschen was Neues beisteuern und so. Also hör mal zu, pass auf. Robse, du geile Sau. Herzlich willkommen zu unserer Show. Endlich geht's wieder los. Die dritte Staffel ist wie du famos. Wow, ist das geil? Ja, yeah, geil. Mach mal hier die Knopf. Drück mal auf den Knopf mit hier. Warten. Achso, willst du einen Applaus? Ach, jetzt ja, ist spät. Nee, du jetzt kriegst einen Applaus. Jetzt ist es vorbei. Du kriegst einen Applaus, mach dir jetzt einen Applaus. Ja, warte. Okay. So, muss reichen. Ja, okay, genau, ein Lacher. Ich habe den Sommer geil. Genutzt. Ich habe den Sommer genutzt. Für diese Rhymes hast du den ganzen Sommer genutzt? Ne, ich hatte richtig geplant. Also ich war in New Orleans drüben, oder wie wir Menschen von Welt sagen, New Orleans, die gebildeten Bürger. Und da war ich bei Jack. Jack habe ich gefunden über eBay Kleinanzeigen. Und ich habe gesagt, du pass auf. Ich sag, guck mal, ich werde bald wieder mit dem Robert hier zusammenarbeiten. Wir wollen wieder in die dritte Staffel gehen. Und das ist halt auch so wie eine Beziehung, habe ich gesagt. Da muss auch wieder ein bisschen knistern. Ich sag, das ist wie, weiß ich nicht, ich will Robert auch mal wieder erobern, das muss erotisch bleiben. Und da habe ich gesagt, bring mir mal Sing bei. Dann hat er gesagt, ja, was willst du denn singen? Ich sag, irgendwas Schönes über Robert. Und da kam das raus. Ich habe ihm im Gegenzug auch ein bisschen was beigebracht. Das kann ich ja noch mal kurz vorsingen. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Naja, ihr wisst schon Bescheid. Genau, das wurde auch an diesen ominösen einen Abend da gespielt, von dem wir nachher noch reden. Sehr schön, Robson. Wir hatten im Sommer, hatten wir ja schon uns einmal gemeldet, da waren wir ja zusammen im Biergarten. Genau. Die allererste Sache. Warte mal, wir waren nicht die ganze Zeit nur im Biergarten. Ich habe was gemacht, ich war arbeiten, ich habe nämlich gar keinen Urlaub gehabt. Mein Urlaub kommt erst im September, so richtig. Aber dafür fliege ich weg und all-inclusive und sowas, ist alles schon geplant. Und was hast du denn noch so gemacht, außer Biergarten mit mir ein Bier trinken? Also pass auf, ich kann das jetzt gar nicht so hintereinander weg alles sagen, aber so, was ich zum Beispiel erlebt habe. Also, ich war das erste Mal im Strandbad Grünau und habe dort zum Beispiel Paul von Dyk live erlebt. Und das war richtig geil gewesen. War das das Strandbad, wo du dir noch ordentlich was getan hast, ein paar Wochen später? Ja, das ist genau dieses Strandbad. Gut. Genau, absolut, Robert, hast du völlig recht. Und kommen wir nachher dann noch zu. Es war mega geil, also wirklich, also Paul von Dyk sowieso, ja, absolut geil. Ich mag den ja total und höre den sehr gerne. Und ich war total beeindruckt, weil ich habe erst am nächsten Tag gecheckt, was das eigentlich für ein Job ist, Alter. Der war am Abend vorher ist der in Athen aufgetreten. Ja. Dann in so einem riesen Open-Air-Club. Dann einen Tag später am Strandbad Grünau, wiederum am nächsten Abend in Los Angeles. Alter. Also das ist schon echt strange, was die da teilweise, also ganz ehrlich, wenn du so ein Leben hast, würde es mich nicht wundern, oder wundert es mich nicht, wenn die Menschen dann auch irgendwie Drogen nehmen oder irgendwas, um die Jetlags da auszuarbeiten und so. Ja, ja, hast du recht. Genau, ja, solche Sachen habe ich dann eben erlebt. Aber nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Robert, wir hatten nämlich im Sommer, hatten wir uns mal gemeldet, da waren wir ja im Biergarten gewesen und haben dann online nochmal so ein paar Sachen, ja, haben uns 7 Minuten da irgendwie zu Wort gemeldet. Und die wichtigste Sache, wonach ich echt schon ein paar Mal jetzt gefragt wurde, ist, Moment, bei Robert stehen Veränderungen ran, Robert? Robert, komm, hau mal raus. Was ist los bei dir? Was verändert sich bei dir? Ja, ich ziehe um. Ich werde nach 37 Jahren Marzahn verlassen. Oh mein Gott. Also, Marzahn verlässt du, ja? Deine Hood, das muss ja jetzt was Krasses sein, wo du hinziehst. Bel Air, weiß ich nicht, Monaco, vielleicht auch Fuerteventura, Robert. Welcher dieser Orte ist das? Wo ziehst du hin?
ins wunderschöne Potsdam. Naja, bitte, ist doch auch was Schönes. So, wie kommt's? Ja. Na, ich ziehe mit meiner Freundin zusammen. Wir haben eine Wohnung jetzt endlich gefunden und ja, wir gehen diesen großen Schritt und wir ziehen jetzt zusammen. Träumchen. Wir sind schon in voller, wir sind schon in voller Arbeit. Also bei mir ist schon ein bisschen gepackt. Sie wird jetzt, also wenn ihr das hört, ist sie schon umgezogen in die neue Wohnung. Und ich werde erst später dazu ziehen. Also in dem Fall ein oder zwei Wochen später. Mhm. Habt ihr bei der Ausstattung der Wohnung klare Rollenverteilung, wer für was zuständig ist in der Entscheidung? Ja, wenn es um Technik geht, dann eher ich. Ja, sehr gut. Das heißt, das WLAN-Kabel kaufst du? Und ja, ja. Das Ultraschnelle muss natürlich für 5 Euro mehr. Ja, selbstverständlich. Und lass mich, eine Frage. Ich muss es fragen, weil ich weiß, du bist ein Fan von diesen komischen Deckenventilatoren. Hast du dich durchgesetzt, wirst du auch dann einen Deckenventilator haben? Im Wohnzimmer nicht, im Schlafzimmer ja. Immerhin, das ist doch ein Kompromiss. Aber ey, ganz ehrlich, lieber kühl schlafen. Das geht, also kühl schlafen muss sein. Mhm. Vor allem wie die durch die letzten Tage habe ich gemerkt, ich brauche einen Deckenventilator. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall für euch. Einerseits wünsche ich euch alles Gute, drück euch komplett die Daumen. Auf der anderen Seite bin ich dir total dankbar, dass du Wort gehalten hast, weil wir beide haben uns irgendwann mal geschworen bei einem Bierchen, haben gesagt, pass mal auf, wir sind jetzt in einem gewissen Alter, wir verdienen unser eigenes Geld, wir sind mitten im Leben. Wir wollen eigentlich nicht mehr die Freunde sozusagen ranholen und sagen, schleppt mal jetzt die ganzen Sachen beim Umzug helfen, sondern du hast eine sehr gute Entscheidung getroffen, wie ich finde, und hast eine Umzugsfirma engagiert. Richtig, ich habe eine Umzugsfirma engagiert. Ich habe 4 oder 5 angefragt und die gingen echt von 1.300 bis über 2.000 Euro. Mhm. Für die gleiche Sache. Ja, und natürlich könnt ihr euch vorstellen, für welche ich mich entschieden habe. Genau, für die teuerste. Sehr gut. Nein, Quatsch. Ich will jetzt hier keine Werbung oder so machen, aber ich habe halt eine gefunden und die ist hoffentlich auch sehr gut. Hat auch gute Bewertungen bei Google. Und ja. Und natürlich mal gucken, Einweihungsfeier wird wahrscheinlich gemacht. Yeah, geil. Musst du auch keine Angst haben, du steigst in deine S-Bahn ein und fährst einmal durch und bist dann da. Stimmt, absolute Direktverbindung. Dauert zwar 25 Stunden, aber die sind es mir wert. Die sind es mir wert, mein Freund. Ja, so 1,5 Stunden. Ja, genau. Die sind es mir wert auf jeden Fall. Sehr schön. Das ist gut. Aber du hast gerade. Aber nicht, dass die Leute jetzt denken hier, ich ziehe jetzt nach Potsdam und ist ein bisschen vorbei hier mit dies, das, Ananas. Nein, nein, das ziehe ich noch voll durch hier. Ja, ja, genau. Es ist ja auch nicht so, dass wir letzte Staffel uns so oft live gesehen hätten zur Aufnahme. Also echt mal, ich glaube, wir haben uns 2 oder 3 Mal live gesehen. Eben. Aber privat sonst sehr viel. Ja, genau, richtig. Aber im Endeffekt bleibt alles dabei. Nur, dass Robert sich quasi aus einem anderen Bundesland hinzuschaltet. Aber ich habe mir sagen lassen, in Potsdam gibt es auch Strom und Internet. Habe ich gehört. Internet weiß ich noch nicht. Das wird erst am Montag, also einen Tag. Also wenn ihr es hört, wieder einen Tag davor geschalten. Mal gucken, wie schnell das ist. Mhm. Eine Gigabit-Leitung habe ich leider nicht mehr bekommen. Okay. Und nur noch normales DSL. Kein schnelles über Glasfaser. Okay, also musst du ja aufpassen fast, dass du nicht noch in ISDN reinrutscht, wa? Ja, leider. Nee, und Strom, kein Problem. Strom wird da genauso teuer sein wie in Berlin. Also ja. Da macht ihr mal keine Angst. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Sehr gut. Sag mal, Robson, was hast du denn eigentlich dir vorgenommen für die dritte Staffel? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Was erwartest du von der dritten Staffel? Hast du irgendwelche Pläne? Ich erwarte nichts mehr. Mit dir erwarte ich nichts mehr. Nach Strandbad Grünau erwarte ich nichts mehr. Ach, von dir. Scheiße, ey. Nein, Quatsch. Ich habe mir jetzt erstmal so nichts vorgenommen. Ich finde das Format gut. Ich kann mir noch mal ein bisschen was überlegen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Möchtest du fresher wirken? Müsste mal so ein paar Wörter reinwerfen wie wild oder sus oder cringe. Sus ist für mich sehr gut, Alter, dass du das kennst, weil ich weiß, dass du diese Wörter verabscheust ohne Ende. ich hasse das. Ja, genau. Ohne Scheiß. Damals hatten wir auch so unsere Jugendsprache, unsere, wie sie war. Und ich kann meine Eltern jetzt verstehen, dass sie manchmal gesagt haben, was redet der Junge da für eine Scheiße? Ja. Aber jetzt, ich kann sie vollkommen verstehen. Hast du gesehen, jetzt ist ja die Abstimmung läuft ja jetzt, wa? Bundesweit zum Jugendwort des Jahres 2022. Ja. Hast du die Top 10 gesehen, die zur Auswahl stehen?
Nein, aber warte, die Rufe kann ich mir. Ich kann sie dir auch vorlesen. Internet. Ich habe noch Internet, Axel. Noch hast du noch, Internet. Pass auf. Noch habe ich Internet. Ich kann ja mal die ersten mal vorlesen. So. Das erste kenne ich halt überhaupt nicht, wa? Da merkt man auch, ich bin halt auch nicht mehr jung. So. Das heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus: Gomme-Mode oder Gumme-Mode. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Das Gumme-Mode, dahinter steht unendlich stark und besiegbar. Klingt fast ein bisschen wie God-Mode, oder? Ja, sowas glaube ich auch. Gott, eigentlich ist das ein God-Mode. Aber hey, okay, gut, sollen sie quatschen. Ja. Okay, und das nächste ist dann, das lese ich hier gerade, dieser Ausspruch von Ronaldo. Kannst du den nachmachen? Ich nicht, ich mag den auch nicht. Ja, genau diesen. Denn dein Bruder kann das saugut. Der kann das richtig gut. Und der kann das ganz schön oft. Ja. Dann geht's weiter mit wild oder wild. Heftig oder krass quasi gemeint. Ja. Sogar Digger ist dabei. Das hat mich gewundert. Digger? Das sagen wir doch schon seit 10 Jahren. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Digger ist so ein Ding, das zieht sich durch die Generation. Weiter geht's mit Macher, also für die Erklärung, für die Leute wie wir. Jemand, der oder die Dinge umsetzt, ohne zu zögern, ist also ein Macher. Ja, gut, okay. Okay, ganz kurz, aber Macher ist generell schon, das kennt jede Sau. Wenn jemand zu dir sagt, du bist aber ein Macher, tut mir leid, aber das ist für mich. Aber wenn es halt jetzt wild, kennt man auch schon seit langer, langer Zeit. Aber offensichtlich, jetzt scheint es gerade wieder modern zu werden. Guck mal, Robert, weißt du, okay, wie das ist? Es kommt alles wieder zurück. Ja, die ganze Scheiße. Was, wie geht's weiter? Was kommt noch? Dann haben wir noch hier Slay. Nee, du hast eins vergessen, glaube ich. Falls du also auf der bodenlos. Gleichen Seite bist. Bodenlos. Schlecht, mies, unglaublich. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ja, gut, das sagt man heute auch noch, bodenlose Frechheit. Ja. Dann hast du gerade schon gesagt, Slay ist dann auf Platz 7, Platz 8 der Auswahl. Wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht. Das ist super, das ist gut. Das hast du nämlich im Strandbach Grünau gemacht. Bla, bla, bla. ich glaube, das nächste auf Platz 9, ich glaube, das wird sich durchsetzen. Sagt jetzt mal der cringige 36-Jährige hier. Aber auch ich bin manchmal noch 16 und deswegen sage ich, Sus wird gewinnen. Nee, das ist Sus, und zwar von Suspect, verdächtig vom Spiel Among Us. Ich habe selber mal Among Us gespielt, da haben wir aber alle nicht da gesessen, das ist voll Sus, du bist Sus. Nein, wir haben gesagt, das ist aber verdächtig, du bist ganz schön verdächtig hier. Mhm. Das ist voll cool. das wird das Jugendwort nächsten Jahres. Ja. Wir sollten mal, ja, genau. Okay, und dann ist noch eins, was ich ein bisschen verstehe, ist Bruder und Bro, das verstehe ich noch, aber Bray, wer sagt denn Bray? Keine Ahnung, das ist, weißt du, Bray ist wahrscheinlich so, wie wenn du die Knarre so seitlich hältst, ey, Bray. wieso, wie es gerade ausgesprochen hat, wie heißt denn dieser blöde Spacko da in dieser Rap-Szene? Ach, du meinst hier, Bray, das wird es wahrscheinlich sein. Ey, Alter, habe ich mir das gerade gut hergeleitet? Könnt ihr mir mal schreiben? Vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich sag, Sus wird's? Nee. Ich habe das Sus jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich glaub, Sus war letztes Jahr schon dran. Ja? Alter, ja. Wir reden hier über das Jugendwort, Alter. Dabei gehen wir so straight auf die 40 zu. Du bist ein bisschen schneller als ich. Die Schnauze, das halbe Jahr. Ich habe übrigens einen Auftrag, ich soll dir eine Frage stellen. Von Chris, der hier auch schon bei uns im Podcast war, ein paar Mal hier unter anderem zu Comedy-Special und so weiter. Ja. Er hat sich daran erinnert, dass wir, weiß nicht, in der letzten Staffel war das, glaube ich, da hatten wir dann irgendwann mal über, ja, überschätzte Musik, überschätzte Musiker gesprochen. Und das Schöne wir beide, da hat er mich nochmal dran erinnert, wir beide waren uns so einig. Also so richtig kacke. Auch ich kann überzeugt werden. So richtig kacke, aber haben wir uns einig, ist Coldplay. Ich kann überzeugt werden. Ich soll dir die Frage stellen. Ohne Scheiß, ich höre Coldplay nicht irgendwie. Ich habe es versucht, also so im Autoradio oder sowas, komme ich nicht ran. Aber das Konzert, wo ich war, das war richtig geil. Das war richtig geil umgesetzt. Aber ganz ehrlich, das ist echt scheiße. Von dir. Wieso von mir? Ich mache ihm bloß den Auftrag, setze ich um, den ich von Chris bekommen habe. Okay. Chris hat gesagt, gut, mit Axel, Chris muss ich schon mal nächstes Mal, Chris muss ich warm anziehen, wenn wir es nächstes Mal sehen. Ja. Ist egal, zu welchem Thema, auch wenn wir ein striktes Thema haben, ich werde das ansprechen. Also, du hast offensichtlich deine Meinung etwas geändert bezüglich Coldplay. Ist doch nett, du weiterentwickelst. Das Konzert war super, die Mucke war auch geil, muss man sagen. Aber privat würde ich jetzt nicht. Still here.
Oh, ich habe aus Versehen was falsch angemacht. Oh. Na, das war ein Träumchen. Also ich war nicht bei dem Konzert dabei, aber ich glaube, ich werde das, das wird sich nicht ändern bei mir. Die aber ich hab ja schon mit meiner Freundin darüber gesprochen. Coldplay steht so für Nachhaltigkeit und Afrika retten und so, sowas. Ja, gut. Naja, pass auf. Aber so viel Feuerwerk, wie die da hochgedonnert haben, da hab ich mir und meine Freundin auch so Gedanken gemacht, so sehr nachhaltig war das jetzt, aber nicht so viel CO2 wieder hochgeballert wurde. Also, naja. Aber es war geil. Also muss man sagen, das Konzert war wirklich der Hammer. Na bitte, läuft doch. Ist doch schön. Träumchen. Ja. Arsch. ich habe hier was. Robert, das war wirklich geil. Ich bin im Sommer, ich bin auf Arbeit. Ich war diesen Sommer immer sehr früh auf Arbeit für meine Verhältnisse. Also wirklich teilweise, dass ich dann schon mal um 7:30 oder so im Büro war. Oh. Auf jeden Fall war das so gewesen. Ich bin dann den einen Tag, ich muss so erklären, ich steige hier in meinen Bus, fahre ein paar Meter, muss mit dem Bus nochmal umsteigen. Da wartest du ein paar Minuten, maximal 7-8 Minuten und dann geht's weiter. So, ich steige dort also aus beim Umsteigen und da sitzen dort zwei, also steht der eine und der andere sitzt, ich schicke dir gleich mal das Foto. Und zwar ist es so, der da so steht, hat schon so eine Monster-Energy-Dose im Rucksack, vorne hat er nochmal eine, trinkt die gerade ganz frisch. Und der andere Typ, ja der, wie soll ich das beschreiben? Rote Haare, roter Bart, schwarze Brille, ein bisschen aufgepumpter, aber auch ein bisschen bäuchliger, mit einer Kette, so richtig schön, wie ein Ossi das hier so trägt. Und hat ein schwarzes T-Shirt drauf, wo drin steht, naja, laber nicht, lutsch. So, ich schick dir das mal als Beweis, Robert, dass du siehst, ich erzähle keinen Blödsinn. So. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Guck dir das mal an. Ja, also, habe ich es gut beschrieben, die Situation? Okay, ich verstehe. Oh Gott. So, pass auf. So viel dazu. Ja, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und habe den fotografiert und denke mir so, alter Verwalter, du hast den Schuss aber auch nicht gehört, ja. So, der Tag geht vorbei, so, ja, am nächsten Morgen, ich gehe wieder früh zur Arbeit. Steig da wieder um. Wer sitzt da? Robert, ich schick dir mal ein Foto weiter. Wieder die beiden. Laber nicht, aber lutsch. Nee, diesmal hat er ein neues. Diesmal war er kreativer. Oh, warte, das möchte ich. Erkennst du es? Busy Masseur. Nein, Busenmasseur. Ach, Busenmasseur. Er hat so ein schwarzes Shirt mit so einer pinken Aufschrift, Busenmasseur. Und sein Kumpel wieder mit Energy-Dose in der Hand, Kippe im Maul und wieder eine andere Energy-Dose hinten mit drin. Jetzt könnte man ja denken, meine Fresse. Kurze Frage, wo steigst du immer um? Ist das Hohenschönhausen oder ist das Hellersdorf? Im Osten von Berlin, sagen wir mal so. Im Osten von Berlin, okay. Genau. So, und am nächsten Tag dachte ich mir, also wenn der Typ wieder da ist mit seinen blöden T-Shirts, dann quatsch ich den jetzt mal an und frag ihn, was das eigentlich soll. So, am nächsten Tag steige ich wieder da um. Wieder zur gleichen Zeit. Der Typ mit den T-Shirts war diesmal nicht da, aber der andere. Aber ein anderer. Der andere Typ, der hatte diesmal ein Shirt an. Was stand da nochmal? Warte mal. Notarzt und darunter ausziehen, hinlegen. Ja, ich habe ihn bloß nicht angesprochen, weil er gerade am Telefonieren war. Also das ist wirklich was, wo ich mir denke, so, alter Verwalter, was seid ihr eigentlich für bescheuerte Typen? Schämt ihr Willkommen euch nicht? Willkommen im Osten. Aber ernsthaft, also das ist da wirklich, schämt euch, Alter, richtig assi. Ja, dafür hast du mir ein super T-Shirt geschenkt. Hab ich? Ah ja, stimmt. Mhm. Ja, zu meinem Geburtstag. Und zwar, da wusstest du ja schon längst, dass ich Marzahn verlasse, hast du mir ein schönes Marzahn-T-Shirt geschenkt. Genau. Damit meine Freundin war total nicht begeistert. Die hat mich angeguckt, die hat gesagt, okay. Du, das muss sie einfach auch lernen. Sie kriegt den Robert aus Marzahn raus, aber Marzahn nicht aus dem Robert. Damit muss sie jetzt leben. Sie nimmt sich ein Stück weit Marzahn mit nach Potsdam. So. Ja. Und wenn das der Kompromiss ist, dann kriegst du jedes Jahr von mir mal Zahnshirt. Und sie auch eins. Das sollten wir nicht mal rausnehmen, sonst weiß sie das jetzt schon. Mhm. Naja, auf jeden Fall, du hast ja gerade schon angesprochen, oder wir hatten ja gerade angesprochen, bei diesem Typen, man kann sich ja auch mal blamieren. Na, hast du noch ein Foto gefunden? Nein, aber wir hatten so mit blamieren und so weiter, ich mache mich jetzt über die Jungs da lustig, zu Recht. Wer bei Instagram uns verfolgt hat den Sommer über, ich habe mich ja auch ein bisschen blamiert. Wollen wir das mal ein bisschen aufarbeiten? Ja, wir wollen das gerne aufarbeiten. Okay, na dann, wir holen dazu mal am besten den Tim dazu. Der ist nämlich aus meiner Sicht nicht ganz
unschuldig an der Situation. Halt dich da mal ganz, ganz, ganz. Oh, du bist selber für dich verantwortlich. Also rufen wir ihn mal an. Ja. So, dann haben wir jetzt den Tim auch in der Leitung. Timbo, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, und euch? Sehr gut. Super, super, super. Sehr gut. Wir sind wieder voll drin im Podcast-Game. Wieder voll motiviert, ja? Voll motiviert. Ja. Sehr super, schön. Super, freut mich. Sehr schön. Wie bist du durch den Sommer gekommen? Gut oder nicht so gut? Ich bin sehr gut durch den Sommer gekommen. Hatte schöne Urlaube, eine schöne Zeit gehabt. Alles super. Sehr schön, sehr schön. Und du hattest in der Zeit auch Geburtstag gehabt. In diesem Sinne nochmal, Happy Birthday to you. Happy Birthday to Marmelade you. Im Schuh. Marmelade in der Hose. Aprikose im Haar. Okay, ja, danke schön. Sehr gerne. Sehr schön. War ja ein legendärer Abend, mein Geburtstag. Ja, war auf jeden Fall legendär, ja, der Abend. Genau. Wir haben wirklich das große Glück gehabt, dass wir zu dritt an einem Ort dann auch gefeiert haben. Es war nicht direkt eine Geburtstagslocation, sondern wir haben quasi Strandbad Grünau, da war diese Players Delight Party. Und das ist der Grund, warum wir den Tim jetzt auch nochmal angerufen haben, weil wir müssen den Abend, wir hatten es ja schon bei Instagram so ein bisschen angedeutet, wir müssen den Abend vielleicht auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich nicht, ihr. Ja, ich hätte die ganze Geschichte auch aussparen können, aber ey, wir sind hier ein offener Podcast, wir sind ein authentischer Podcast. Ja, genau, auf einmal. Ja, Peinlichkeiten, da stehen wir doch zu, also müssen wir da auch drüber reden. Timbo, wie kam es denn dazu, dass du im Strandbad Grünau gefeiert hast? Ja, wie das halt immer so ist, als Sommerkind waren viele meiner Freunde, weil eigentlich feiere ich ja immer hier bei uns im Garten so ein bisschen, ne? Also in der Regel. Mhm. Aber dieses Jahr lag es leider irgendwie so, dass wirklich voll viele im Urlaub waren. Und ich wusste ja von dir, dass du da schon bist. Da bei der Party hattest du ja schon Karten geholt, deswegen konntest du dementsprechend auch nicht. Und von Robert wusste ich eigentlich, er hatte keine Bock auf diese Party da am Strand, wenn ich richtig verstanden hatte. Hatte er sich erstmal keine Tickets geholt. Ja, und dann habe ich so festgestellt, okay, ist kaum jemand da. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann wäre es doch ganz cool, wenn ich dann auch da hinkomme mit den beiden Freunden, die halt noch da sind, gerade in Berlin. Und dann habe ich so eine kleine, also sind wir mit einem Boot hier aus Tempelhof losgefahren und wurden dann abgesetzt im Grünau. Ein Boot. Das heißt, wir hatten da schon mal so ein bisschen was getrunken, natürlich, kennst du uns ja, auf dem Weg dahin. Ja, und dann war das eigentlich so eine ganz coole Idee. Also erst die mit dem Boot dahin gefahren und dann quasi dort gefeiert. Ja. Und okay. Ich war ja auch das erste Mal da. Also war auch echt überrascht. Also geile Location. Mhm. Und geile Mucke, so hat richtig Bock gemacht, finde ich. Also muss ich auch sagen, also wir hatten ja vorhin schon mal erzählt, ich hatte vorhin im Podcast schon erzählt, ich war ja dieses Jahr auch schon das erste Mal schon vor diesem Abend dort gewesen, nämlich bei Paul van Dyk, das war auch wirklich geil gewesen. Und ich muss es genauso sagen wie du, Robert kann ja auch gleich nochmal sagen, wie er das fand. Also ich muss wirklich mal Props rausgeben, so wie Tim, Strandbad Grünau. Also ich kenne es jetzt natürlich nur so wie ihr im Rahmen dieser Veranstaltung, so, wenn da irgendwelche Konzerte oder wie auch immer stattfinden. Aber da muss man wirklich sagen, top organisiert, du hast genügend Personal dort, du musst nicht anstehen wegen Drinks, du bekommst genug Drinks, ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu. also es war wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin super positiv gestimmt momentan dem Strandbad Grünau gegenüber. Ja. Ich war dann nochmal mit, bevor Robert noch weg, ich war dann auch nochmal so mit der Family da, also an einem ganz normalen Tag, ne, für das Strandbad halt. Und also ich muss halt wirklich auch, also was du gerade schon gesagt hast, ist halt echt top organisiert, so man muss, also auch, dass du diese Pieper da, wenn du was zu essen bestellst, da kannst du wieder am Platz gehen, an den Strand, dann piepst es halt, wenn es fertig ist und so, ne, dass du nur Bargeld los, da alles bezahlen kannst und so. Und ja, Sanitäranlagen und so, ist echt, also echt top. Hm. Echt top gemacht. Auf jeden Fall. Ich möchte den Abend mal aus meiner Sicht, den wir da hatten, mal aus meiner Sicht mal. Moment, erstmal noch meine Meinung zu dem Ganzen. Weil ich war ja eigentlich, hatte ja gesagt, nee, ich mach da nicht mit, weil keine Ahnung, hatte keinen Bock drauf. Aber im Endeffekt war es echt geil. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich war leider nicht so betrunken wie andere. Die ich kenne, die jetzt hier in diesem Podcast mitreden. Nee, aber war eine super Party. Ja, wobei du aber noch den Endgegner da zum Schluss gekillt hast, das eine Glas Jägermeister. Und ich rede nicht vom Shotglas, ich rede vom Longdrinkglas. Anscheinend hast du auch nochmal gut gebechert zum Schluss. Nee. Jägermeister ist so widerlich. Ich habe da echt, es war wirklich nur ein Fünftel von dem Glas, was da reinpasste, habe ich nochmal weggekippt, damit ihr
noch mal ein ganzes Glas Jägermeister bekommt. Und genau an der Stelle müssen wir jetzt mal kurz aufarbeiten, den Tag. Also, ich sag mal aus meiner Sicht, wie das war. Wir sind da, Robert und ich sind hin. Robert hat noch eine Freundin mitgebracht, die wiederum hat eine Freundin mitgebracht. Wir sind dann irgendwann, weiß ich nicht, gegen 16 Uhr oder was wir dann da waren, und haben uns dann quasi erstmal ein bisschen orientiert, war, haben ein paar Drinks genommen schon, oder einen Drink oder zwei Drinks, wie auch immer. So, dann kam Tim. Das Erste, was natürlich war, Tim sagt, wartet mal, ich bin gleich wieder da. 3 Minuten später, bam, ein Kelch mit Eiswürfel, 2 Havanna-Flaschen oder eine Havanna-Flasche, Cola und alles drum und dran. So ging es weiter. Und dann war es dann so gewesen, dass Tim, seine Kumpels und ich dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt zum Strand, weil wir saßen da ein bisschen überdacht. Und ich dachte mir so, ja, ich dachte mir, ja, wir werden uns ein bisschen abseits setzen. Ja, wir haben ja hier so Strand, so Decken und so weiter. Und Tim dann so, nee, nee, 3 Meter auf dem Sand, hier ist die Bar. Hier bleiben wir. Genau, Havanna-Club-Bar. Also, ja, das, und das war, glaube ich, so, also, nee, weißt du, warum ich das eigentlich geil fand? Weil als wir gerade gekommen sind, sind doch gerade welche aufgestanden und deswegen hatten wir so Stühle gehabt, weißt du, diese Strandstühle. Ja, stimmt. Und deswegen dachte ich mir, das ist doch geil, wenn man hier so eine kleine Basis hat, man kann sich mal zwischendurch hinsetzen und so weiter und so fort. Und das war leider dann, ja, das Tödliche. Fluch und Segen zugleich, weil wir halt direkt neben dieser Shotbar von Jägermeister waren. Hm. Und auch da jetzt die normale Bar war, wo man auch normale Drinks bekommen hat. Mhm. Das war ja ständig, es war echt ein ständiges Geben und Nehmen von Drinks hin und her. Ja, und das, so hat alles seinen Lauf genommen. So hat alles seinen Lauf genommen, du sagst es. Also, es ging dann sogar so weit, Robert, ich muss dich jetzt mal tadeln hier an der Stelle. Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Ja? Ich mag dich und so, du siehst toll aus und so und wir kennen uns lange. Aber Robert, es gab die Situation, da saßt du neben deiner Kumpeline da in dem Strandding da, in diesem Teil, und Axel tanzte damit einmal vor dir. Sag doch nochmal den Leuten, du, also ich bin ja auch ein guter Freund für dich und wir wollen ja immer, dass wir nebeneinander und zueinander, dass wir immer positiv dastehen, wa? Sag doch mal den Leuten, was hast denn du in dem Moment gemacht? Ja, also es war eine schlechte Reaktion, aber irgendwie überkam ich das. Das tut mir auch nochmal leid, dass ich das gemacht habe, Axel, wirklich. Ja, war ja nicht so schlimm, du hast ja nur eine Unterhose angehabt. Ich habe seine Hose runtergezogen. Oh, okay. Voll geil mitbekommen, okay. Ich dachte wirklich, what the fuck. Tim, du musst dir das so vorstellen. Ich habe aber gemerkt, was er da macht und ich habe die Hose nicht sofort wieder hochgezogen, weil ich eigentlich erstmal in seine Richtung geguckt habe, so nach dem Prinzip, echt jetzt? Was machst du da? Echt jetzt? Naja. Okay, ich, nicht zu ärgern. Ich glaube, das war der Punkt, wo ich richtig besoffen war. Aber es wurde dann immer weniger. Irgendwie habe ich zu wenig getrunken. Genau. Eigentlich. Und wer denkt... Aber dazu muss man sagen, gut, dass ich denn weniger getrunken habe, ja. Weil es ist ja noch einiges passiert. Richtig. Top Überleitung, weil wer denkt an dieser Stelle, der Abend hat damit geendet und wir haben einfach nur schnell zu Ende oder wir haben einfach soft zu Ende gefeiert. Nein, Tim. Das ging erst richtig los. Tim, wie ging es denn dann weiter aus deiner Sicht? Naja, also wie gesagt, Musik war geil, fand ich. War ja so ein bisschen oldschool alles, ne? Und dann war ja richtig gutes Wetter. Also ich fand einfach die ganze Atmosphäre, es hat alles gestimmt. Ja. Und davon haben wir uns halt leiten lassen, so, dann ging es halt feuchtfröhlich weiter. Ich war dann auch mal irgendwann auch vom Bock dann auf den Schultern und so, durch die Gegend getragen worden. Wir standen da, ja genau, am Anfang war ja noch richtig heiß, dann haben wir da auch so ohne T-Shirt und so getanzt. Ne? Also richtig coole, ja, wie man sich eine Beachparty quasi vorstellt. Hm. Ja, und dann ging es dann hatten die ja, glaube ich, gesagt, um 10 Uhr ist Schluss, ne? Mhm. Haben dann aber noch spontan eine Stunde verlängert quasi. Und dann hatten wir das, als es dann so wirklich dem Ende entgegenging, haben wir uns ja alle nochmal hingesetzt und ich glaube, das war auch dein Fehler, dass du da halt so lange gesessen hast, weil dein Körper ist anscheinend mit der Situation nicht klargekommen, dass er danach wieder laufen musste. Das stimmt auf jeden Fall. So. Und an der Stelle, ja, und Tim kann sofort weitererzählen, an der Stelle kam ein Skill von Tim, der immer, wenn man mit ihm feiern geht, quasi dann ausbricht, nämlich, Jungs, ich organisiere uns mal was, nämlich Tim. Naja, nee, aber das war nicht wirklich Skill, weil die junge Dame vom Jägermeister stand, die kam ja mehr oder weniger auf uns zu und hat dann gesagt, weil wir da auch ja standen und wir haben ja auch die ganze Zeit da mit denen, waren wir natürlich im Kontakt, weil wir uns ständig sehr Drinks geholt haben, kam sie erstmal so ein bisschen mit Merchandise vom Jägermeister an, ne? Und ja, dann da kann Robert sich dann auch besser erinnern. Nee, haben wir noch irgendwie versucht, ja, was abzukaufen und weiß ich was, so aus Gag, ne? So, also das kann ich, das Moment, das kann ich nochmal ein bisschen Trinkgeld detaillierter. Also, ja, genau. Also bevor,
Bevor das Ganze jetzt losging, musste ich nochmal was anderes sagen. Und zwar, Axel guckte mich dann irgendwann so an von unten und sagte, du Robert, bevor wir nach Hause fahren, ich muss irgendwas essen. Gut, ich dann natürlich erstmal Currywurst besorgt, wie man so als guter Kumpel ist. Nachdem man die Hose sogar runtergezogen hat. Hab sogar hinbekommen, dass jeder anderthalb Currywurst bekommen hat. Das ist schon das mal, war dein Skill. Ja, und Axel hat es hinbekommen, meinen ganzen Rucksack von außen mit Currywurstsoße zu bekleckern. Aber so richtig, dass man heute immer noch was sieht. So, und dann ging es irgendwann los mit dem Punkt Jägermeister. So, wir saßen da alle und dann kam die nette Dame von dem Jägermeisterstand. Hier habt ihr noch ein bisschen Jägermeister, wenn ihr wollt. Okay, gut, ein bisschen rumgegangen und dann hieß es, ich habe hier noch ein ganzes Glas, wenn ihr jetzt sofort das andere Glas sofort austrinkt. Gut, das habe ich natürlich dann mal schnell gemacht. Challenge accepted. Aber sowas von und dann... Ja. Ging dieses andere Glas rum, was sich Tim zur Hälfte noch über seinen ganzen Körper gekippt hat. Ja, stimmt. Und dann ging es darum, ja, Merchandise. Sie wollte uns da den ganzen Merchandise von Jägermeister, den sie wahrscheinlich kostenlos bekommen hat, noch verkaufen. Und ja, aber das war so als Gag, aber endet, meinst, oder? Was war? Also ich glaube, sie hat es so ein bisschen als Spaß natürlich gesagt, oder? Mit dem Verkaufen. Ja, hat sie, definitiv. Also genau, springen mal den Merchandise-Kram, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wir wollen nach Hause. So. Wir stehen natürlich alle, Axel auch, auf einmal lag Axel. Aber Axel, ganz ehrlich, du warst so talentiert, das war dein Skill, dass du nicht im Sand gelandet bist, sondern bei der Havanna-Bar waren so eine Podeste, richtig harten Podeste, damit man was draufstellen konnte. Mhm. Und darauf hast du dich hingeknallt. Ja, und wie sahst du aus? Das kannst du dir jetzt mal selber bitte den Leuten erklären. Ich habe auf jeden Fall noch nie einen Menschen innerhalb von 10 Minuten so oft auf dem Boden liegen sehen. Das ist schon mal Fakt. Und das einmal, ich dachte so, am Anfang, wo das erste Mal hingedickt habe, da dachte ich halt, du machst das extra so auf Gag, weißt du? Weil ich dachte, du willst da im Sand so einen Schneeengel machen, so, weißt du, wenn du so die Dinge oder irgendeine Kacke hast. Also ich dachte, ich kann es gar nicht tun, dass du da wirklich hingeschmeißt. Axel ist im Laufe des Tages einmal hingeknallt, das habe ich gesehen. Da hat er den Gleichgewicht verloren oder sowas. Im Sand, war halt so. Im Sand, ja, aber da hast du dich richtig so böse hingeknallt. Erzähl doch mal, was ist passiert? Naja, ich weiß ja nicht genau, was passiert ist. Ich bin ganz ehrlich. Ich erzähle die Endstory nochmal aus meiner Sicht und ganz kurz zusammengefasst. Ich bin dafür selber verantwortlich. Ich bin 36 Jahre alt, aber... Wenn du feiern gehst mit Tim, ist immer ein... Schieb's nicht auf Tim. Nein. Ich weiß das nicht selber. Auf Tim. Aber das ist immer so der Faktor X, weißt du, der immer noch eine Rolle spielt. Dann wird hier und trink mal da noch und so weiter. Du bist automatisch animiert. Naja, schlussendlich, ich weiß... Und es macht immer Spaß. Es macht immer Spaß, auf jeden Fall. Du hast immer was zu erzählen. Finale, da hat Tim definitiv recht. Finale Grande war, ich weiß noch, dass wir dann in ein Taxi gestiegen sind. Ich weiß noch, dass im Taxi mir aufgefallen ist, ey Ruhe, ich habe meine Brieftasche gar nicht dabei. Ich finde meine Brieftasche nicht. Ja. So, Robson, bester Mann, bezahlt den Taxifahrer, der fährt mich nach Hause, sodass er mich dann quasi geweckt hat und gesagt hat, du, wir sind ja zu Hause. Und ich so, ach so. Ja, muss es ja noch bezahlen. Nein, hat ein Kumpel schon gemacht. Und am nächsten Morgen, ich war erstaunlich früh wach und fit, muss ich sagen, gucke ich mir meinen Arm an, meinen rechten Arm, der war so zugeschrammt. Also wer die Insta-Story gesehen hat, konnte das so ein bisschen sehen. Ich poste das auch gerne jetzt, wenn die Folge rauskommt. Sowohl mein Arm als auch mein linkes Knie nochmal bei Instagram, bei Dies, Das, Ananas, Podcast, wie auch immer, Official Ding. Es war ordentlich aufgeschrammt, meine Brieftasche war weg, meine Sonnenbrille war weg, mein Zippo war weg. Und Ende vom Lied ist, es ist alles wieder aufgetaucht. Also das wurde halt im Strandbad da, ich habe es halt im Sand da wahrscheinlich verloren und habe es mir dann da wieder abgeholt. Also auch da nochmal Props an den Strandbad Grünau, das war alles professionell und so, gar keine Probleme. Aber meine Fresse, an dem Tag war wirklich mal wieder, ich war 16 Jahre alt und bin heilfroh, dass ich so eine Leute, gerade wie Robert an meiner Seite hatte, der da ein bisschen auf mich aufgepasst hat. Also da muss man wirklich dazu sagen, als wir Strandbad rausgegangen sind, ist dann Axel schnurstracks erstmal zur Bahn gerannt. Mhm. Nee, nicht gerannt, aber schneller gelaufen.
Die Bahn war dann da, ist dann abgefahren. Ich dann so, Kacke, Axel, ich hoffe, er hat jetzt nicht die Bahn genommen. Gut, bin, komm so hin. Axel so knallrot, weil der hat auch ein bisschen schwer geatmet. Ich glaube, das war der Alkohol. Ja, gut, dann sind wir erstmal wieder zurück zu Tim und seinen anderen Freunden. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich brauche ein Taxi. Ich krieg Axel so nicht nach Hause. Und vor allem müssen wir noch umsteigen. So, naja, und vor allem nicht nur ein oder zweimal, ich glaube, das war drei oder viermal umsteigen. Gut, und durch Zufall, ohne Scheiß, ohne Zufall, hält auf einmal ein Taxi an und fragt, ey, habt ihr ein Taxi bestellt? Ich so, nein. Na, aber ich bin frei. Oh, super. Egal, ach, Rainer. Ich sage, Axel, Rainer. Sofort Rainer. Stimmt, Axel, rein. Axel, rein, ich schnell. Ja, ja. Ich rein und dann sind wir sofort nach Hause gefahren. Tat mir natürlich leid, weil, aber für Tim und so, aber ohne Scheiß, ich wollte Axel einfach nur nach Hause bringen. War ja auch richtig. Ja, wir sind ja da auch weg, also. Ja. Okay. Also, ja, was noch krass war, mein Portemonnaie lag ja auch noch im Sand. Ach. Und da kam ja auch schon der Mitarbeiter von vom Strandbad und hat mir das dann übergeben. Also, ich hab's eigentlich auch da liegen lassen. Aber, oder er kam zu dir oder meinte, hat gefragt, ob es euer ist. Und dann hast du reingeguckt, dann war mein Perso drin. Ja. Also, ja. Jungs, wenn ihr möchtet, ich habe noch ganz viele Fotos von dem Abend. Wollen wir vielleicht, soll ich mal ein oder zwei Fotos raussuchen, die akzeptabel sind, dass wir die gleich mitposten? Ich zeig die euch auch nochmal. Du kannst doch bei Instagram so eine Story machen mit 10 Fotos. Oh Gott. Lad doch einfach mal 10 Fotos hoch. Und kommentiert, bevor die Folge überhaupt rauskommt. Richtig. Naja, nein, also ihr werdet auf jeden Fall bei unserer Instagram-Seite was sehen. Und ja, ich fand es einfach nur nochmal interessant, weil das erlebst du auch nicht alle Tage. Also ich glaube, das war das erste und letzte, nee, war nicht das erste Mal, aber auf jeden Fall das letzte Mal hoffentlich, dass mir sowas passiert ist. Ich fand es trotzdem Finale Grande. Es war ein geiler Abend. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ich weiß definitiv, ich bin nächstes Jahr wieder am Strandbad, entweder wieder, wenn Paul van Dyk da irgendwie auftritt oder vielleicht Players, die Light Party. Aber dann werde ich zum Schluss, mich ein bisschen besser kontrollieren, hoffentlich. Ja, das sagst du jetzt. Ja. Nein, sehr schön. Außerdem war es ja alles im Rahmen, so. Das war jetzt ab und zu, also bis dahin, weißt du, bist du hingefallen, das war ja alles in Ordnung. Ja, genau. Ja, war ja auch alles, außer dass er meinen Rucksack voll mit das war so Curry-Ketchup. Geil. Das war so geil, weißt du, in den Folgetagen, wir hatten ja dann immer wieder hin und her geschrieben, die Sprachnachrichten allein sind schon geil, so wie wir das aufgearbeitet haben, ich ständig so, fuck, ich habe voll die Wissenslücken, ach, das ist passiert, ach, deswegen ist mein Rucksack auch so rot, ach, das ist Currywurstsoße, weißt du so. Super. Na ja, geil. So ist das, sehr schön. Ja, aber die nächste Gelegenheit haben wir ja am nächsten. Weiß ich nicht, ist das so? Na, da ist doch Ärztekonzert. Ach so, demnächst noch ein Ärztekonzert. Oh, stimmt, oha, ich werde keinen Tropfen Alkohol trinken, das sage ich jetzt schon mal. Das sagst du jetzt. Ja, das glaube ich nicht. Naja, es war mir auf jeden Fall ein großes Fest mit euch. Und Tim, danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast hier, dass wir das nochmal so ein bisschen aufarbeiten konnten. Gerne. Dann wünsche ich euch viel Spaß noch. Dankeschön. Und dir noch einen schönen Abend mit deiner Family, okay. Wa? Danke, bis dann. Ciao. 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 Ja, Mensch, Axel, war nicht ruhmreich von dir, dieser Tag. Lass uns das Thema beenden, wir haben es gerade ausreichend aufgearbeitet. Ja, ich denke auch. Okay, gut, dann kommen wir doch einfach, heute ist doch der 23. August und wie ihr wisst, kommt jetzt die Kategorie, wo wir immer noch kein Intro haben, bis heute nicht, werden wir auch nie haben, weil, wozu? Genau, man muss ja nicht ihr wisst alles jetzt, was kommt. Genau, die Kategorie genau, ohne Namen. Ereignis, genau, Kategorie und Namen. Ereignisse, wer ist geboren und ein paar Feiertage. Okay, ich würde einfach mal anfangen. Was hast du? Mach. Vielleicht hast du ja noch. Ist sehr, sehr politisch zum Teil. Mal gucken, ob du davon was mitbekommen hast. Na dann, hau mal raus. Was hast du? Gut, vom ersten wahrscheinlich eher weniger. Und zwar am 23. August 1821 hat Mexiko die Unabhängigkeit von Spanien erlangt. Habe ich mir auch rausgesucht. So, dann haben wir am 23. August 1913 im Kopenhagener Hafen wird die Kopie der Skulptur Die kleine Meerjungfrau des Bildhauers Edward Eriksen aufgestellt. Hast du die schon mal live gesehen? Nee, ich glaube nicht. Na, du warst doch schon ein paar Mal in Dänemark, oder? Aber nicht in Kopenhagen. Ah, so, okay. Und jetzt kommen zwei Daten, die werden sehr politisch. Und zwar der 23. August 1990, die DDR-Volkskammer in Berlin-Ost steht hier extra, beschließt mit 294-62 Stimmen bei 2 Enthaltungen den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes zum 3. Oktober. Läuft, sehr gut.
damit wisst ihr genau, was am 3. Oktober eigentlich passiert ist. Sehr schön. Und der 23. August 1999, Deutschland wird wieder von Berlin aus regiert. Bundeskanzler Gerhard Schröder nimmt seine Arbeit am neuen Parlaments- und Regierungssitz auf. Bis zur Fertigstellung des neuen Kanzleramts im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR. Ich hab gedacht, die wären schon früher nach Berlin gezogen. Ja, ja. Ich habe noch was. 19. August 2022. Moment, Robert, ganz kurz. Wir sind hier beim 23. Ja, August. Ja, ich dachte, einfach mal für die Historiker zum Aufschreiben. 19. August 2022. Robert ist ab sofort Nachrichtensprecher. Dankeschön. Also, ich habe auch mir das mit Mexiko aufgeschrieben. Ich habe noch zwei weitere Sachen. Und zwar heute vor 717 Jahren, nämlich 1305. Ein gewisser Sir William Wallace wird in London erst gehängt, dann ausgeweidet und dann gevierteilt. Das war dieser schottische Freiheitskämpfer hier, Thema Braveheart. Ja? Freiheit, genau. Und dann heute vor 16 Jahren, nämlich 2006, eine gewisse 18-jährige Natascha Kampusch entkommt nach 8,5 Jahren Gefangenschaft ihrem Entführer Wolfgang Prikuhl in Niederösterreich. Priklopil. Genau, richtig. Genau. Wolfgang Pädophil, so nämlich. Das Ding war echt krass. Das war wirklich krass, ja. Dann haben wir noch, ich habe noch drei Geburtstage. Hm, hau mal raus. Einmal geboren 1952 Vicky Leandros, griechische Schlagersängerin. Dann 1978, leider 2020 verstorben. Nee, doch 2020 verstorben. Kobe Bryant. Mhm. Black Mamba. Aber da musst du dir auch mal sagen, weißt du, du spielst für dein Leben Basketball und dann hörst du irgendwann auf und sagst, oh, so 2-3 Jahre. Und dann auf einmal stürzt mit einem Hubschrauber ab. Ja, ist auch das kacke. Ist und dann hast du Millionen. Ja, es ist eine brutal, brutal schlimme Aktion damals gewesen. Super traurig, er zusammen mit seiner Tochter. Ja. Und dann sind natürlich noch weitere Menschen ums Leben gekommen, die sollten natürlich nicht vergessen werden. Das hat natürlich die komplette Welt bewegt, wa? Und auch zu Recht, weil Kobe Bryant ist einfach mal ein Weltstar gewesen. Absolut sympathisch. Und das war das Aushängeschild von den LA Lakers. Ja, so kann es halt leider dann auch manchmal laufen, wa? Ich meine, das ist natürlich, man guckt ja an, auch Michael Schumacher, ich meine, der ist jetzt nicht gestorben, aber auch so eine ähnliche Geschichte, der, ich weiß nicht, inwieweit der heute noch wirklich, mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, aber noch so ein erfülltes Leben hat. Sehr, sehr traurig auf jeden Fall. In diesem Sinne, rest in peace, Kobe, und trotzdem Happy Birthday. Genau, und dann, der Mann ist genauso alt wie ich. Genau, der Mann ist so alt wie ich, nur etwas jünger. Und zwar am 23. August 1985 geboren, Kai Ausbild, deutscher Eishockeyspieler. Na bitte. Ich habe noch zwei, und zwar einmal habe ich hier heute, wäre 112 Jahre alt geworden, ist 1979 gestorben, ein gewisser, mal gucken, ob du mit dem Namen was anfangen kannst, Giuseppe Meazza. Sagt dir das was? Nö. Giuseppe Meazza ist der Namensgeber des Meazza-Stadions San Siro in Mailand. Man hörte manchmal so Giuseppe Meazza-Stadion. Das ist der Mann, ist eine Mailand-Legende. Und heute zum 88. Geburtstag, Happy Birthday Barbara Eden, TV-Serie Bezaubernde Genie. Das ist die Dame, die wird heute 88 Jahre alt. Aha, okay. Los, weiter geht's. Aktion zum Gedenktage. Genau, da haben wir laut Internet drei nur. Zumindest bei den Kuriosen. Ich komme gleich nochmal mit ein paar wertvollen. Genau. World Daffodil Day, Welttag der Narzisse. Mhm. Tag der günstigen Flüge in den USA. Na, die werden jetzt auch nicht mehr so günstig durch Corona. Aber weißt du, weißt du, was mit dem Tag gemeint ist? Nee. Ich habe mal reingeguckt, weil es hat mich schon interessiert. Was hat das zu bedeuten? Und zwar ist es so, dass laut einem US-amerikanischen Flugkalender, da wird der 23. August, der markiert quasi das Ende der sommerlichen Haupt- bzw. Ferienreisezeit. Ja, also und damit quasi auch den Start in die Herbstsaison. Und damit wechselt quasi die primäre Zielgruppe der Flugreisenden. Und deshalb werden die auch billiger. Genau. Und dann haben wir noch Ride den Windtag, internationale Ride the Wind Day. Aber eins möchte ich noch ansprechen, das lese ich hier nämlich gerade. Und zwar morgen ist der 24., falls ihr nicht wisst, was nach 23 kommt. Und zwar morgen ist der Kobe Bryant Tag, also Kobe Bryant Day oder Black Mamba Day in Kalifornien. Okay. Wir den jetzt hier noch drin haben. Ja, auf jeden Fall, weil es gerade passt. Ansonsten, neben diesen Quatschfeiertagen, die wir immer so mit raussuchen, weil das ist immer ganz witzig, finden wir beide immer voll lustig, mal zu gucken, was haben gerade die Amis.
für Schwachsinn da teilweise. Aber es gibt heute auch noch zwei sehr, sehr wichtige Tage. Nämlich heute ist zum Beispiel der Europäische Tag des Gedenkens an die Opfer vom Stalinismus und Nationalismus seit 2009. Und Nationalsozialismus, Entschuldigung. Und heute ist auch der internationale Tag der Erinnerung an Sklaverei und dessen Abschaffung. Das hat die UNESCO 1998 eingeführt. Läuft. Na, ist ja super. Ja, super, auf jeden Fall. Gut. Ja, kommen wir zum nächsten. Hast du, ich habe hier, glaube ich, noch mein, muss mal ohne Scheiß. Mein Notizblock ist ja nun schon relativ gefüllt, aber meine WhatsApp, ja. Ich habe mir mal so eine WhatsApp-Notizgruppe mal erstellt. Ja. Alter, ich hab da so viel reingeballert, das muss ich, glaube ich, die ganzen nächsten Folgen Stück für Stück mal rausholen. Hast du vorhin, ich habe dir ja heute noch kurz vor der Aufnahme noch ein Lied geschickt, hast du dir das mal angehört? Ja, ich habe mal reingehört. Ich glaube, ich weiß auch, welche Textzeile du angesprochen hast. Ja, ja, ja. Ich finde diese kleine Band aus Düsseldorf, die sich da so, ich weiß nicht, die sich Weltband wahrscheinlich nennt. Irgendwelche Amateure, die jetzt gerade so abkamen. Ja, ja, vor allem dieser Name, so ein ganz beschissener Name, wer kommt auf diesen Namen? Aber komischerweise gibt es sie jetzt schon seit 40 Jahren. Und zwar die Toten Hosen. Mhm. Die haben ja vor einiger Zeit eine neue Single rausgebracht. Und zwar Scheiß Wessis in Kollaboration mit Materia. Der hat nämlich das Lied Scheiß Ossis rausgebracht. Mhm. Und ich finde das nicht gut. Ich muss das wirklich mal selber sagen. Als dicker Eisbär. Hört. Ja, finde ich das nicht gut, so eine Textzeile wie reinzuwerfen, wie keiner will die Eisbären sehen, nur die DEG. Also ganz ehrlich. Das ist ja auch, weißt du, das ist ja auch noch nicht mal das Schlimme. Die haben ja auch mal ein komplettes Lied, aber nur über, also gegen die Eisbären gespielt. Jetzt, ich glaube, das kennst du. Mhm. Schade, ja. Scheiße, wie, weißt du, wie ich das meine? Nee, vom letzten Ahnung. Album, vorletzten Album. Da ging es darum, dass die Eisbären die DEG irgendwie im Halbfinale oder so rausgeworfen hat und dann hat Campino einen von den DEG-Leuten eine SMS geschrieben und daraus hat er dann ein Lied gemacht. Okay. Und immer gegen die Eisbären, ich verstehe das nicht. Tja, weil man orientiert sich ja immer, man misst sich ja immer an den Größten, wa? Also von daher passt das da lange schon wieder. Genau. Ich sag mal so, naja, rote Haare, gelbe Zähne, DEG. Ja, weiß ich nicht. Ja, und super Überleitung zu den Toten Hosen, die ich da gemacht habe. Und zwar bin ich, heute nehmen wir nehmen wieder etwas früher auf, wie ihr Leute bestimmt wisst, und zwar der 19.8. nehmen wir heute auf und ich werde morgen am 20.8., auch wenn ich das nicht mag, dass sie halt so ein bisschen gegen die Eisbären sind, bin ich morgen beim Toten Hosen Konzert auf dem Tempelhofer Feld. Und das, obwohl du der weltgrößte Ärztefan bist. Haben die nicht eine Konkurrenz miteinander? So, dazu komme ich jetzt auch nochmal. Oha. Zu den ganzen Thema Ärzte. Achtung, das klingt nach Statement. Auf geht's. Statement, Robert ist am Werk. Statement. Ich war immer Toten Hosen und Ärztefan. Mhm. Ist mir scheißegal, wer da immer reingegrätscht hat. Ist mir scheißegal. Ich mag beide Bands. Ich höre gerne beide. Ja, durch die ganzen Sachen habe ich auch immer ein paar Biografien gelesen. Ja, sie hatten am Anfang ihre Differenzen, sie haben sich auch auf die Schnauze gehauen, laut ein paar Biografien von den Toten Hosen oder von den Ärzten. Aber sie haben bewiesen, dass sie keine Feinde mehr sind, sondern wirklich zusammen auf einer Bühne stehen und Musik machen können. Und zwar bei dem ein Düsseldorf-Konzert vor ein oder zwei Monaten haben die Toten Hosen in Düsseldorf gespielt und die Ärzte sind zwischendurch auf die Bühne gekommen, haben drei Lieder gespielt, zwei von den Toten Hosen und beide Bands haben zusammen Schrei nach Liebe gespielt. Na bitte, wenn das gibt's, nicht gibt's mal eine Versöhnung YouTube, ist. Gibt es bei YouTube zu sehen und bei dem neuen aktuellen Lied, alle sagen das, will jetzt hier keine Werbung machen, da kommt so der Satz, alle sagen, dass die Ärzte unsere Feinde sind. Und in dem Moment, wenn man sich das Video anguckt, sieht man halt diese Szenen von Düsseldorf, wo sie alle auf der Bühne stehen. Also sie sind keine Feinde mehr. Sie sind einfach nur, das ist einfach nur dieses Fan-Daseinsgehabe. Ja, ja, klar, das ist mein Konkurrenz, belebt so, ja auch ein Stück weit das Geschäft, war an der Stelle. Genau, aber wie gesagt, ich mag beide Bands, ich liebe beide und ich höre gerne beide. Und deshalb gehe ich am 20. zum Toten Hosen Konzert und
Ist egal, jetzt war das. Okay. Gehe ich zum Ärztekonzert. Alles klar, so. Weißt du was? Ich werde das trotzdem mal piepen, Robert, weil du kennst meine Meinung dazu, dass du im Internet immer sagst, wann du wo bist. Ist mir egal. Okay. Können wir gerne dazukommen. Wenn sie mich wieso, was sollen sie machen? Also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei dem Konzert jetzt schon mal bei den Toten Hosen. Du kannst ja beim nächsten Mal berichten. Apropos, ich kann zu den Toten Hosen und Ärzten kann ich nicht so viel dazu steuern. Also ich mag beides nicht wirklich. Ist nicht meine Musik. Wenn, dann eher ein bisschen Ärzte, da kenne ich ein bisschen mehr die Songs und so, war keine Frage. Bin auch gespannt auf eins dieser Konzerte, bin ich ja dann mit dabei. Ja, aber auch weißt du noch warum? Ja, ich weiß schon noch warum, ja. Das warum? Wir hatten damals den Deal, dass ich irgendwann mal zu einem Ärztekonzert mitkomme, wenn du sagst, du kommst auch auf ein Sido-Konzert mit. Und so lösen wir jetzt quasi final beide unsere Gutscheine ein, wenn man so will. Und du weißt, was daraus geworden ist? Ich würde immer wieder mit auf ein Sido-Konzert kommen. Ja, sehr schön, wunderbar. Also ich lasse mich überraschen. Also rechne nicht so fest damit, dass ich dann auch bei den Ärzten immer wieder mitkommen möchte. Ich mache das jetzt wirklich bloß aus Deal-Gründen so. Okay. Aber okay. Gut, vielleicht, ich lasse mich gerne überzeugen, so wie du mit anderen Bands. Aber nächstes Jahr, Axel, da sind wir auch beide auf ein Konzert, da sagen wir, geil, da wollten wir beide schon immer mal hin. Ja, genau, darüber reden wir, aber wenn es dann soweit ist. Darüber richtig. Können wir jetzt noch nicht reden, aber freut euch schon mal drauf. Wir werden um den Jahreswechsel herum, werden wir ankündigen, weil dass wir bei einem Konzert sind und ihr werdet uns spätestens dann für völlig bekloppt halten. Aber zu und, Recht. Und dann geht unsere Abonnentenzahl, die schon sehr niedrig ist, auf null. Sehr gut. Genau, dann gehen die richtig genau. Auf Kontostand. Nein, pass auf, und zwar, apropos Rockmusik. Alter, eine Sache, ich weiß, du hast das nämlich auch gesehen, deswegen will ich da mal kurz mit dir drüber reden. Ich habe jetzt die Woche gesehen bei Netflix eine Doku, die habe ich auf Empfehlung gesehen, wo in einem anderen Podcast drüber geredet wurde. Da geht es um Woodstock 1999. Woodstock, das muss man jetzt, glaube ich, nicht groß erklären, war 69, Love, Peace und überhaupt und so weiter damals. Und was ich überhaupt nicht wusste, also es ist völlig an mir vorbeigegangen, dass es irgendwann Anfang der 90er schon mal ein zweites, ja, so was wie ein Mini. 94 war das. Ja, genau, da hat man schon mal versucht, Woodstock so ein bisschen zu machen, das war dann aber eher eine finanzielle, naja, ein Desaster wohl, war jetzt, aber sonst war alles okay. Und dann kam 1999. Wo du jetzt gerade sagst, das war ein finanzielles Desaster. Und dann weißt du ganz genau, was 99 los war. Das ist unfassbar. Also ich kann ja mal kurz erklären, wie ich das wahrgenommen habe. Oder ich versuche das mal so kurz wie möglich zu erklären. Also wirklich, selbst wenn ihr nicht so Rockfans seid, ich bin das auch nicht. Vergesst mal diese Rockmusik und so weiter. Das lohnt sich wirklich, weil das ist extrem erschütternd. Das war 1999 im Bundesstaat New York, haben sie sich eine Militärbasis geschnappt. Das waren die alten, also einer der alten Organisatoren von 69. Der wollte nochmal richtig absahnen, nehme ich mal an. Hat sich noch ein paar Investoren dazu geholt und so weiter. Und die haben dann gesagt, pass mal auf, wir machen ein modernes Woodstock. Da sind dann auch wirklich namhafte Bands dabei. Also Kid Rock beispielsweise, Limp Bizkit ist mit dabei. Weiß nicht, wie sie alle heißen da. Also es war wirklich prominent besetzt. So, und es ging von Fatboy Slim ist auch auf Fatboy Slim, genau. Und es ging quasi von Donnerstagabend, da war so eine Art Preview-Show, aber eigentlich war Freitag, Samstag, Sonntag. Waren drei Tage Festival. Freitag war schon extrem angespannte Stimmung irgendwie, weil die Bands und die Securities, die völlig unterbesetzt waren und nicht mal im Ansatz ausgebildet waren. Da waren irgendwelche Dudes, wo man gefragt hat, wollt ihr euch ein bisschen Geld nebenbei verdienen? Ja, machen wir. Ja, genau. Und vor allem, wie hieß es, Peace Patrol oder sowas. Und davon waren echt so wenig Leute. Also, da hätte man auch, das war eigentlich, nee, erzähl mal weiter. Es war wirklich, die haben an allen Ecken und Enden gespart. Es gab niemanden, der da aufgeräumt hat. Es gab niemanden, also ja klar, die paar, da gab es schon auch professionelle Securities, aber die Leute drumherum, die mit denen gearbeitet haben, die waren A, nicht ausreichend, B, nicht qualifiziert und C, waren sie meistens selber bekifft und high. Du kannst sagen, wie es war. Es herrschte totale Anarchie. Ja. Selbst am zweiten Tag schon. Und genau, wie du schon sagtest, die Security-Leute, die wirklich Profis waren, die hatten totalen Schiss, da irgendwas zu machen. Und diese Peace Patrol, die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Ja. Also das war schon generell. Die haben selber in der Nacht, einer von denen hatte dann Geburtstag und in der Nacht geht er dann quasi feiern und die eine fragt ihn, obwohl er weiß, er muss am nächsten Morgen wieder raus, hier, wie sieht's aus, willst du ein bisschen Ecstasy haben? Und er denkt sich, Mann, ich werde nur einmal 29 Jahre alt, gib mir Ecstasy, ja? Also, und dann geht er zwar nächsten Morgen wieder aufgestanden, aber so, ja, muss man sich das vorstellen.
Und dieses Chaos ist von Tag zu Tag stärker geworden. Am ersten Tag war das erstmal nur zu spüren. Am zweiten Tag hat es angefangen, dass auf diesem Festival, also wir reden hier von, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, 100, 200.000 Menschen, die da irgendwie waren. Man muss sich so vorstellen, da waren tagsüber. Ich glaube 250.000 waren das. Ja, da waren 200.000 Menschen ungefähr. Es waren quasi immer bis abends, weiß ich nicht, 22, 23 Uhr oder 0 Uhr, waren die Rockkonzerte. Und danach gab es nochmal so einen Rave-Hanger, wenn man so möchte. Da waren dann auch mit einmal 60.000 Menschen, die noch nicht schlafen wollten, die dann da eben Rave gefeiert haben, also Techno-Party quasi gemacht haben. Alter, da war am Samstag schon, da war eine Szenerie und das war für mich das Erschreckendste in der ganzen Doku. Da ist es so gewesen, dass sich da mit einmal irgendwelche Hirnis auf breit waren. Die waren richtig drauf, die haben sich so einen Transporter geschnappt. Nee, Moment, ganz falsch. Das war der Samstag. Zweite Abend. Das war der zweite Abend. Ja, genau, der Samstag. Ach so. Samstag, genau. Und die haben sich dann da irgend so einen Wagen genommen, also so einen kleinen Mini-Truck so ungefähr. Und sind damit auf diese Rave-Veranstaltung, sind dann langsam durch die, also wie so bei der Love Parade kann man sagen, sind sie da langsam durch und haben auf dem Wagen gefeiert. Konzert wurde natürlich erstmal abgebrochen dann und dem wurde gesagt, ihr müsst hier weg. Und dann sind die genau. Securities dahin. Und dann kam genau. Eine Szene, die hat mir wirklich, Alter, ich hatte Gänsehaut. Ja. Da hat der Typ erzählt, er hat den Beifahrersitz aufgemacht, hat gesehen, da war der Fahrer, der augenscheinlich völlig drauf war, irgendwie Ecstasy, was auch immer. Daneben lag ein, er schätzt auf 15, 16 Jahre altes Mädchen. T-Shirt über die Brüste, unten sozusagen frei. Und hinter und ihr war gerade. Bewusstlos war sie auch. Genau, die war komplett weg. Die war bewusstlos und hinter ihr war gerade ein Typ, der sich gerade die Shorts hochgezogen hat. Also auf diesem ganzen Festival, das war nur eine Szene, gab es mehrfach Vergewaltigungen und alles drum und dran. Und dann kam der Sonntag-Robert, der alles zum Brechen gebracht hat. Aber sowas von. Und zwar, also noch zu den anderen beiden Tagen, man muss ja schon dazu sagen, wenn man Woodstock, was war das, 68, 69? 69. Kennt, 69 kennt, das waren so Bands, ja, sie haben Rock gespielt, sie waren aber alle friedlich, es war wirklich so. Die waren mit Kindern da, das waren Sitzkonzerte. Richtig. Und bei dem 99er-Konzert, da sind denn die aktuellsten 90er-Bands aufgetreten. Darunter zählten Korn. Ach, stimmt, ja. Aus meiner Sicht schon eine sehr aggressive Band. Mhm. Limp Bizkit. Mhm. Also Korn war Headliner am Freitag. Limp Bizkit war Headliner am Samstag. Also Headliner bedeutet ab 20 Uhr. Und am dritten Tag waren es die Red Hot Chili Peppers. Und da muss man sagen, da herrschte nur noch Anarchie. Alleine schon am zweiten Tag hat ja auch schon die Hygiene völlig war am Arsch. Weil die ganzen Klos, die dort waren, die sind alle übergelaufen. Die Leute sind im Matsch angeblich rumgeschwommen. Das war viele haben gesagt, das war einfach nur Matsch mit Scheiße und Pisse. Also so, am dritten Tag, da herrschte dann wirklich Anarchie pur am Abend. Red Hot Chili Peppers haben gespielt und sie wollten für irgendjemand eine Gedenkminute abgeben. Die wollten eine Folge, weil kurz davor war das Columbine-Massaker. Deswegen wollten quasi dann eine Art Zeichen setzen, keine Waffen. Genau, so. Die Leute waren schon alle aggressiv, die waren alle angepisst. Viele sind auch schon am Samstagabend abgereist, weil das ging gar nicht mehr. So, was haben die dann, die Veranstalter, so schlau wie sie waren, noch gemacht? Genau, sie haben Kerzen verteilt. Offenes Feuer. 100.000 Stück. 100.000 Stück. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was mit aggressiven Jugendlichen, die seit Tagen überteuertes Bier, Wasser, Essen bezahlen mussten. Die ihre Zähne mit Scheiße gespült haben. Richtig, genau. Was die dann machen konnten. Nein, sie haben nicht, ja natürlich, sie haben die Kerzen angezündet. Aber das erste Feuer hat nicht lange auf sich gewartet. Die restlichen Feuer. Und dann hatten die Red Hot Chili Peppers aufgehört. Und es war im Vorfeld noch so der Gedanke, oder viele haben gesagt, ja, da spielt noch ein Special Guest oder sowas. Nein, da hat gar keiner mehr gespielt. Da haben sie dann Jimi Hendrix auf der großen Leinwand abgespielt. So, da waren sie alle angepisst. So, und dann ging es natürlich los. Diese Leute, die haben völlig Scheibe gespielt. Total durchgedreht und
Feuer gelegt, die haben die komplette PA, also hier diese die Boxen, die alles abgerissen, alles was geht, also da herrschte nur noch Anarchie. Absolut, also das ganze Ding ist schlussendlich dann so quasi, wir wollen es, also ihr könnt, guckt euch das wirklich an, selbst wenn wir das jetzt schon so ein bisschen detailliert erzählen, ihr glaubt es wirklich erst, wenn ihr das seht, das ist nochmal was anderes, wenn ihr diese Bilder seht und auch wenn ihr den Schrecken in den Leuten seht, die da gearbeitet haben, wenn die jetzt noch darüber berichten und es war wirklich so, der eine meinte irgendwie, das sieht aus wie Bosnien und er hatte recht, wie so ein Kriegsschauplatz. Absolute Katastrophe, dieses Ding. Und absolut sehenswert, muss man auch sagen. Es guckt sich auch gut weg. Also es sind drei Teile, es ist so eine Mini-Doku, drei Teile, 45 Minuten oder irgendwas. Also wie gesagt, Woodstock 99, zeigt euch das wirklich mal rein. Selbst ich, einer der, ich bin sowas von kein Festival-Interessierter. Rockmusik ist jetzt nicht so meins, aber meine Fresse, es geht ja nicht genau. Es geht eben nicht im Kern um irgendwelche Rockmusik oder so. Richtig. Es geht einfach halt um ein komplettes Versagen und um Gier von solchen Leuten, die es organisiert haben. Und der zwei Sachen wollte ich noch ansprechen. Und zwar der Punkt alleine schon, das hat er damals als schon mit James Brown angefangen. Der Manager hat gesagt, James Brown geht nicht auf die Bühne, wenn er nicht bezahlt wird. Keine Ahnung. Das wird dann alles noch aufgeklärt. Und der eigentliche Veranstalter, der das damals gemacht hat, der hat gesagt, ich habe das erste Woodstock mitgemacht und ich habe es auch geplant, war Michael Lang. Mhm. Und das Erschreckendste fand ich wirklich, sorry, dass ich jetzt spoilern muss, aber guckt euch die trotzdem an, es ist wirklich erschreckend. Michael Lang am Schluss wirklich immer noch so desillusioniert sagte, ja, die paar Leute, die uns das Festival kaputt gemacht haben, die paar Leute, das waren über 200.000 Leute, die das komplette Festivalgelände, oder sagen wir mal 100.000 Leute, die das komplette Festivalgelände abgerissen haben. Ja, das waren, wirklich? Sie haben auch ganz klar herausgestellt, selbst Leute, von denen man es nie erwartet hätte. Also ist auf jeden Fall ganz, ganz spektakulär. Woodstock 99 bei Netflix, absolute sehenswerte Geschichte. Das ist die Doku des Sommers, die ich mir angeguckt habe. Also ich habe sehr viel gesehen wieder im Sommer. Das Ding hat mich nachhaltig wirklich geflasht, wo ich denke, wow, Alter, das muss man mal gesehen haben. Also das war wirklich der Tod von Woodstock. Sowas von der Tod. Robs, ich halte dir mal ein Symbol in die Kamera, mal gucken, ob du das deuten kannst. Ah, eine 3. Also, wollen wir? Top 3. Hau raus. Top 3. Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3. Feel free. Mit Robert und Axel. Und vielleicht noch jemand anderen mal gucken. Yeah, auf geht's. Yeah, uhuhuhu. Ja, Top 3. Wir haben uns überlegt, was wir machen, und zwar ein bisschen Urlaubsthema. Und zwar Top 3 von den Orten, wo man sagt, da muss man gewesen sein. Ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, wo ich schon über alles war. Ich war noch nicht viel, Axel war wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als ich, aber das haben wir uns halt rausgesucht. Genau, also im Prinzip könnte man ja sagen, Mensch, Urlaubszeit ist doch jetzt vorbei. Nein, wir sind noch mittendrin. Erste Folge nach dem Sommer. Du hast vollkommen recht. Sorry, dass ich unterbreche. Urlaubszeit, ja, fast vorbei. Aber nächstes Jahr gibt es wieder Urlaub. Ich bin dieses Jahr auch. Ich freue mich auch schon. Ich werde im Oktober, will ich auch mit Family verreisen. Schön. Und das ist, Willst du verraten, wohin? Ja, das wird meine Nummer 1 sein. okay, dann weiß ich schon, wohin. Sehr schön, wunderbar. Dann fang du an. Dann fange ich an. Also, was ich nicht gemacht habe, ist, weil ich habe eine Sache nicht genommen, weil ich weiß, du wirst hundertprozentig bei dir darüber erzählen. Bei mir auf Platz 3, wo ich sage, alter Verwalter, das kann ich jedem nur empfehlen. Da muss man wirklich mal gewesen sein, um es einfach mal zu, also das ist einfach wahnsinnig geil, ist am Königssee. Am Königssee, das ist so ultra schön da unten an der Grenze zu Bayern, von Bayern zu Österreich, was ja fast das Gleiche ist. Und das ist so ultra schön. Ich war einmal da gewesen. Ich war noch nie zum Beispiel in Kanada. Mein großer Traum ist es, irgendwann mal nach Kanada zu reisen, so, also an so einem Lake da mal zu wohnen, mit den Grizzlies zu kämpfen, die Fische zu fangen und so, ja. Und wenn man nicht nach Kanada reist oder noch nicht gereist ist oder einem zu weit oder zu teuer ist, glaube ich, hat man da am ehesten mal so das Gefühl, wie das sein kann. Der Königssee ist so ultra schön, sage ich dir, Robert. Das ist so geil dort. Wie grundsätzlich, man könnte eigentlich sagen, dass man Königssee-Oberbayern nimmt. Oberbayern
an und für sich wahnsinnig schön. Ganz, ganz tolle Gegend dort. Das ist einfach gerade für uns Stadtkinder, also wir uns zwei, pure Erholung. Da muss man gar nichts machen, man muss nur gucken. Und der Königssee hat mich nachhaltig massiv geflasht. Meine Eltern waren auch schon da, haben gesagt, das war, hat ihnen sehr gefallen. Mein Bruder war, glaube ich, letztes Jahr auch da gewesen und hat auch davor, ist nur noch am Schwärmen darüber. Okay, ja. Cool. Schreibe ich mir mal auf die Liste. Mach das mal. Also dir, Robert, wenn du das einfach mal siehst, Königssee, wenn du da bist, du wirst geflasht sein. Okay. Ich habe ja schon gesagt, ich war noch nie so viel weggereist und als Kind, das zähle ich jetzt erstmal nicht mit. Und zwar, wo ich euch definitiv empfehlen kann, wo ihr hinreisen solltet, ist Thüringen. Generell Thüringen. Thüringen ist ein wunderschönes Bundesland, die haben eine ganz komische Sprache für viele. Aber alleine schon der Thüringer Wald, wunderschön mit den Bergen und ja, alles schön grün. Und wirklich, da kann man wirklich auch richtig schön Urlaub machen. Hast du eine besondere Gegend? Kann man da irgendwas empfehlen? Irgendeine Stadt oder so? Oder ist es allgemein da so ein bisschen? Na, da um den großen Inselsberg herum. Okay, hört sich doch gut an. Mhm. Sehr schön. Also Thüringen, ja, also ich bin Thüringen immer nur so durchgefahren. Ich war dafür immer viel in Sachsen gewesen, was für mich immer fast das Gleiche ist. nein, Thüringen. Arsch. Sehr Arsch. Schön. Arsch. Das war deine Nummer 3, richtig? Bei mir auf Platz 2 sind die böhmischen Wälder in Tschechien. Wir waren damals als Beispiel wir waren in Podlesie. Und das ist halt, wenn du in Tschechien reinfährst, du fährst halt tief in die Wälder rein. Also fahrt mal bis Prag, aber dann geht's erstmal noch weiter, 3-4 Stunden. So. Und das ist so geil. Das ist so eine tiefe Wald, aber auch Sportregion, ein Sporthotel nach dem anderen. Da werden Sportveranstaltungen durchgeführt, da sind viele Trainingslager von Fahrradfahrern, von Läufern und so weiter. Und ich schwöre dir, Dicker, das ist Erholung pur. Da kannst du vergessen, dass du dort auf viele Menschen triffst, auf viele Autos. Es ist einfach nur Ruhe, Natur und wunderschön. Also, und auch damals, wo wir da waren, ich nehme mal an, heute, klar, ein bisschen teurer, aber immer noch günstig. Also, kann man nur empfehlen. Okay. Meine 2 passt eigentlich auch sehr gut. Und zwar Prag. Ich war dieses Jahr auch in Prag und für ein paar Tage und ich muss sagen, es ist wirklich eine schöne Stadt. Ich war viel in der Altstadt unterwegs. Ja, oh, jetzt ist der Axel weg. Hallo? Da ist er wieder. Ja, du warst weg? Ja, du bei mir auch. Ich sehe dich nicht. Fang einfach mit deiner nochmal neu an. Ich sehe dich nicht. Achso, warte, ja, warte. Da ist er ja. So, wunderbar. Dann bin ich quasi fertig mit meinen böhmischen Wäldern und du fängst einfach nochmal an mit deiner Zahl. Meine Nummer 2 ist, passt eigentlich sehr gut zu den böhmischen Wäldern oder kurz davor. Und zwar war ich dieses Jahr auch in Prag für ein paar Tage und diese Stadt ist wirklich wunderschön, das muss man sagen. Ich war viel in der Altstadt unterwegs und ja, diese ganzen Touri-Verarsche-Sachen, ja, aber ganz ehrlich, ich fand es wunderschön dort. Wir waren auch oben auf der Karlsbrücke, wir waren oben auf der Burg. Wir haben uns wirklich schöne Tage dort gemacht. Das ist wunderschön. Also ihr merkt schon, die Sachen, die wir hier so erzählen, sind gar nicht mal unbedingt die, wo man so grundsätzlich immer weit weg muss. Also auch viel in der Region, wa? Ist ja sowieso jetzt gerade wieder modern geworden in den letzten 2-3 Jahren. Und ja, Prag kann ich nur bestätigen, ist eine traumhaft schöne Stadt. Man spricht ja auch immer so ein bisschen von dem kleinen goldenen Berlin. So der kleine Bruder von Berlin. Ja, das kann man so sagen, aber es ist echt überlaufen. Es ist scheiße überlaufen. Aber man muss dazu sagen, Prag ist wirklich eine, wie gesagt, wunderschön. Ich habe jetzt zum größten Teil nur Touri-Sachen gesehen. Mhm. Nächstes Mal gucke ich mir halt ein bisschen mehr Prag an. Prag ist auch eine wunderschöne Partystadt. Mhm. Willst du Party machen? Wollen wir hinfahren? Ja, wenn du mal wieder Single bist. Mann, Alter, Prag, Koks und Nutten, sage ich nur. Koks und Nutten. Nein. Mein Stinkefinger ganz dick in dein Gesicht. Meine Fresse, Alter. Du darfst nichts in die Richtung sagen. Dann wird er gleich zickig hier, weil er Angst hat, dass er von Frauchen eine rübergeknallt bekommt. Ich werd zickig. Ich werd überhaupt nicht zickig. Back, 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 back. Genau, so ein Ei, Riesenei.
Sehr schön. Ich mache weiter mit meiner Nummer 1. Meine Nummer 1 ist auch der Ort, wo, also da war ich schon ziemlich oft gewesen, da war ich letztes Jahr im Urlaub, da werde ich auch dieses Jahr im Urlaub wieder hinfahren. Und zwar ist das der Ringkøbing-Fjord. Ringkøbing-Fjord ist Dänemark und zwar die Westküste, sprich zur Nordsee hin. Und wir waren da als Kinder, wie gesagt, schon relativ oft gewesen oder beziehungsweise in meiner Jugend. Das ist natürlich ein Urlaub, der ist jetzt nichts, das ist... Na, je nachdem, es ist kein klassischer Partyurlaub, sondern wir mieten uns dann quasi immer dort so ein Häuschen irgendwie. Da gibt es auch mittlerweile so Centerparks und so ein Kram. Also man kann doch dann mit Family sowas machen. Aber wir haben jetzt dann meistens, oder wir haben in all den Jahren immer dann uns quasi so ein Häuschen besorgt. Die haben dann meistens auch einen Pool und Sauna, was man sich eben so wünscht. Und ja, meistens. Hat's auch einen Jacuzzi? Hat auch einen Jacuzzi unter Umständen, genau. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Dinger dort sind, also der Ringkøbing-Fjord ist halt ein Fjord, ist halt direkt an der Ostsee. Das heißt, du hast eine super Nähe zum Wasser. Das Geile ist, man kann es übrigens auch mit Party verbinden. Es gibt, soll auch schon vorgekommen sein, dass Menschen sich ihre Freunde geschnappt haben, sich so ein Haus gemietet haben mit 8, 9, 10 Schlafzimmern. Ja, und dann wurde da Party gemacht und einfach die Kosten durch alle geteilt, schon war es wieder sehr günstig. Und also die ganze Ecke dort, West-Dänemark, wenn man so möchte, die Küste, ich finde Nordseeküste ja immer ein bisschen geiler als Ostseeküste, weil ich mag es eher, wenn die See ein bisschen rauer ist, so, ja, wenn die Wellen dagegen schlagen und so. Sie müssen dir ins Gesicht donnern. Ja, genau, die müssen mir richtig ins Gesicht spritzen. Und nein, also ich find einfach die Ecke wunderschön. Ist absolute Erholung pur. Ist, wie gesagt, auch was für Family. Aber es ist jetzt kein Partyurlaub oder so. Aber ich bin auch ehrlich gesagt nie so ein Typ gewesen. Ich habe es erst einmal gemacht, dass ich so all-inclusive hotelmäßig gemacht habe. Ich kenne es halt auch nicht großartig anders. Ich bin immer so, wir waren immer Selbstversorger und das sieht man auch hier ran so ein bisschen. Okay. Ja, das, ja, bei mir auch. Hört sich super an. Ich werde mir das mal auf meine Liste, weil definitiv wollte ich auch mal nach Dänemark. Aber ich weiß, Dänemark ist ein bisschen teuer. Ja, aber du kriegst auch was günstiger. Also da, wenn du da irgendwann mal die Idee hast, egal welche Richtung und so weiter, sag mir mal Bescheid, ich kann dir da ein paar Tipps geben. Das hört sich doch gut an. Kommen wir jetzt zu meiner Nummer 1, oder? Mach mal, ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Hau raus. Na, was ist es denn? Na, erzähl es, dein Ding. Na, sag es doch. Sag mir doch. Nein. Dicker! Haben wir beide einfach gleich gedacht? New York ist wunderschön, aber ganz ehrlich, ich würde gerne nochmal hinfliegen, aber jetzt erstmal nicht. Ach so, okay, ja, okay, alles klar. Meine Nummer 1 ist die polnische Ostsee. Ah ja. War ich jetzt seit letztem Jahr sehr oft und war wunderschön. Also ich war in Reval, in Kolberg, in Mistreu, alles wunderschön dort. Ein bisschen Touri überlaufen, aber da sollte man eher hinfahren, wenn halt nicht so die Saison ist, weil dann macht es da echt schon Spaß. Mhm. Ja, also Ostsee sowieso geil. Polnische Ostsee war jetzt auch durch Corona in der Zeit, du konntest ja jetzt nicht großartig hinfliegen irgendwo. Allein deswegen haben wir sowas wie Ostsee und Nordsee haben wir wieder einen absoluten Boom bekommen. Und gerade die polnische Ostsee. Ich glaube, fast jeder von uns kennt irgendwelche Leute, die da jetzt so regelmäßig einen Urlaub gemacht haben. So, ich sehe ständig bei meinem WhatsApp-Status, wo die Leute gerade Urlaub machen, du siehst immer Ostsee, Ostsee, Ostsee. Polnische Ostsee, deutsche Ostsee, wie auch immer. Letztens mit einem Kollegen gesprochen und der sagte mir, ich habe eigentlich ein Lieblingshotel in Kolberg, da werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nochmal hinfahren. Und so 2, 3 Hotels weiter daneben sagte er, ja, da war ich dieses Jahr schon. Mhm. Also jeder fährt irgendwie gerne an die Ostsee. Ist auch schön da. Ist auch wunderschön. Wunderschön. Sehr. Aber ich habe noch eine 1+. Aha. Wo jeder auf der Welt einmal hingefahren sein muss. Wirklich. Hingeflogen, hingefahren, ist mir egal. Kannst du dir vorstellen, was? Na klar, es ist Spandau. Nein, es ist Marzahn. Ach, Leute, kommt meine nach Marzahn. Guckt euch Marzahn an. Marzahn ist weg, schön. Bleibt weg. Nein, wer jetzt noch nicht in Marzahn gelebt hat, ist genauso wie Berlin. Wer noch nicht in Berlin gelebt hat, bleibt weg. Haut ab, Mann. Bleibt da, wo ihr seid, da irgendwo. Sehr schön. Alles klar. Schließen wir mal ab, wa? Schließen wir ab. Top 3. Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3. Feel free.
mit Robert und Axel und vielleicht noch jemand anderen, mal gucken. Genau, wir haben jetzt, Robson, schon eine ganze Menge gelabert. Ich würde ganz gerne den Feierabend langsam einläuten. Ich habe nur zwei. Schon? Ja, doch. Ich habe zwei Sachen noch mitgebracht. Erstens noch eine kurze, also eigentlich so mein persönliches Fail des Sommers, wenn man so möchte. Aber eigentlich war es ja gut. Und zwar war es so gewesen, dass mein Nachbar ist, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist schon älter. Ich würde mal fast behaupten, so knapp 80. So, er könnte den Führer noch live gesehen haben. Könnte. Ja, genau. So, und das Schöne ist, ich habe mir sogar das Wort Hitler aufgeschrieben in dem Zusammenhang, kommt gleich noch. seine Freundin auch entsprechend älter, so, die waren dann halt eine Weile nicht da und dann war ich dann in einen Abend, ich weiß gar nicht, irgendein Samstagabend oder irgendwas, gehe ich nochmal runter zur Packstation, weil ich mir mein Paket noch holen wollte. Und dann laufe ich an den beiden vorbei, die waren, haben gerade ausgepackt da oder sind gerade am Auspacken der Koffer. Und ich so, ach, guck mal, die waren also im Urlaub. Naja, ja, hallo, ja, dann dachte ich mir auf dem Rückweg, das ist halt nur ein paar Meter weiter, ach komm, bist du mal nett. Gehst du mal hin und sagst du, Mensch, ja, willkommen zurück, sie waren ja offensichtlich im Urlaub. Ja, ja, die Stars in Niederösterreich, bla bla. Sage, kann ich ihn dann im Koffer nach oben bringen? So, ja. Sagt er, hat sich ganz verschmitzt so, ja, das wäre schon nett. Und dann gibt er mir, Robert, ohne Scheiß, da gibt er mir so eine leichte Aldi-Tüte in die Hand und sagt, Dankeschön. Ich gucke ihn an, also wirklich, gucke ihn an und sage, Meister, jetzt, was ist das Schwerste, was du hier hast? Und dann hat er mir seinen Koffer darüber geschoben und ich dann natürlich mit meinen stolzen 36 Jahren hebt das Ding ab und an und merkt nur noch so, fuck! Scheiße, ist das schwer. Ich habe mich dann gefragt, Alter, was ist denn da drin? Waren gefühlt 85 Kilo reinstes Hitler-Sperma, was der da vielleicht besorgt hat noch oder was. Keine Ahnung, ja. Also ich das natürlich dann so, ja, ja, mach ich ihn, stelle ich ihn oben hin, wa? Alter, das hat, ey, ich musste jede zweite Etage musste ich einfach stehen bleiben, weil es so schwer war. Naja. Digga, was sagt ihr das? Naja, niemals in Niederösterreich, niemals Nachbarn haben, die in Niederösterreich Urlaub machen, fast 80 Jahre alt sind und dann mit schweren Koffern dann sozusagen ankommen wieder hier, wenn du gerade runter gehst. Nee, du musst einfach mal wieder ins Fitnessstudio. Mhm, genau. So, und dann das Letzte, was ich heute noch beizutragen habe. Ich möchte einen TV-Tipp geben, ohne dass ich es selber gesehen habe. Aber es aus der, dem, was der Typ bisher schon veröffentlicht hat, muss das geil werden. Also ich werde mir hundertprozentig angucken. Am 29. August auf ProSieben um 20.15 Uhr ist Thilo Mischke wieder am Start. Thilo Mischke hat ja schon die AfD hops genommen und so weiter. Das ist ja momentan so der upcoming Journalist, der bei ProSieben dann so eine 3-Stunden-Dokus gefühlt dann filmen kann und die einfach durch die Decke gehen, weil die so krass sind, so wie sagt man, nicht integrativ, aber naja, also weiß schon, journalistisch sehr stark aufgearbeitet. Mhm. Diesmal geht es um Afghanistan im Griff der Taliban, ein Jahr danach. Und der Typ war nämlich dann jetzt bei den Taliban, hat dort gedreht mit denen und war dort gewesen in Afghanistan. Ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es gesehen zu haben, das wird krass. Also Afghanistan im Griff mit Thilo Mischke oder von Thilo Mischke, 29. August, 20.15 Uhr auf ProSieben. Sollte man sich bestimmt angeguckt haben. So, ich habe fertig für heute. Du hast fertig für heute. Ja, sorry, dass ich habe mir nebenbei zugehört. Thilo Mischke, ja. Werde ich mir auch wahrscheinlich reinziehen. Mal gucken. Ich finde den eigentlich sehr gut. Spätestens bei YouTube gucke ich es mir denn an. Mhm. Alleine schon, wo er selber auf einem Drogentrip war oder sowas. Nee, das ist hier. Ich glaube, du verwechselst jetzt mit dem Alten, der jetzt von RTL darüber. Jenke, ja. Aber ich glaube, ach so, okay, gut. Aber Thilo Mischke, ach nee, der war in so einem harten, ganz harten Knast drin oder so. Na, Thilo Mischke war vor allem, hat sich irgendwie ein halbes Jahr lang in die rechtsradikale Szene eingearbeitet, um dann sozusagen aufzuzeigen, was die dort, wie die funktionieren, was die AfD damit zu tun hat. Und dann hat er doch diesen einen Politiker da zum Beispiel auch quasi auffliegen lassen, der ganz offen da gesagt hat, man müsste die alle da irgendwie abknallen und weiß ich nicht, was alles und die Lügen aufgezeigt hat. Also war richtig krass gewesen. Genau, Punkt. Punkt. Okay, ich habe auch nichts mehr heute, leider. Aber es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Endlich wieder. Es geht wieder los, Axel. Wir sind zurück. Du hast mir vorhin, du geile Sau, herzlich willkommen zu unserer Show. Endlich geht's wieder los. Die dritte Staffel wird wie du nämlich famos. Ach, das ist so schön. Geil, kannst du mir das bitte, mit so einem kleinen Beat aufnehmen und dann kann ich mir das als Klingelton machen. Ja, auf jeden Fall. Voll und geil. Georg, Alter, wenn du das gesangstechnisch jetzt auseinanderreißt, Alter, ich habe Freunde dazu gewonnen. Jack unter anderem, ne, aus New Orleans, der macht dich platt.
Ich dachte, ach ja, Jack aus New Orleans, genau. Ja, den ich bei eBay gefunden habe, eBay Kleinanzeigen. Genau. Ah, siehst du so, ich habe jetzt auch mein Essen bestellt, endlich. Nebenbei. Was gibt's? Super, wird mir Pizza. Na bitte. Guten Appetit. Hab heute keinen Bock mehr zu kochen. Ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht heute. War super, endlich wieder im, wir sind wieder voll drin, Axel. War wieder voll geil. Nächste Folge kommt dann am, wenn ich mich nicht verrechne, am 6. September. Da wird es sogar schon so sein, da müssen wir mal einen Termin vorher finden, ob wir was finden, weil du weißt, ich ziehe ja bald um. Mhm. Machen wir, kriegen wir hin. Machen wir. Da kriegen wir einen Termin hin, definitiv. Ich hoffe, es wird keine kurze Folge, aber das kriegen wir schon alles hin. Na klar. Genau, dann, ich muss jetzt erstmal hier bügeln und so, ich bin morgen auf eine Hochzeit eingeladen. Ich muss mich jetzt erstmal noch ein bisschen vorbereiten. Nicht meine Hochzeit. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Druck. Ich muss Feierabend machen hier. Okay, gut. Gut. Leute, genau. Dann die nächste Folge, die 47. Folge, wird dann am 6. September wieder erscheinen. Ja, mir hat es heute, wie ich schon gesagt habe, Spaß gemacht. Die letzten Worte hat heute mal der Axel. Ich bin jetzt raus. Peace und Frieden und kein Woodstock 99 mehr. Ich zitiere, die junge Janine, oder wie sie heißt, die bei Ghostbusters immer an der Anmeldung da saß, an der Rezeption. Zweiter Teil. Wir sind wieder da! Wollt ihr Info? Stopp, ich muss nochmal unterbrechen, sonst werde ich gekillt. Ganz kurz, es geht ganz schnell. Ich habe leider einen Versager-Post gemacht. Und zwar, ich hatte nämlich gestern nochmal, bevor wir aufnehmen, hatte ich bei Insta nochmal, weil ich Leute animieren wollte, hatte ich so einen Post gemacht, so, ey, sollen wir irgendwelche Leute von euch grüßen hier? So, eine grüße Sache. Ja, einer hat gesagt, ja, ich soll sie grüßen und zwar auf Asiatisch, sonst killt die mich. Ich kenne die Frau nämlich, deswegen sage ich jetzt auf Asiatisch, ich habe es vorher gelernt, liebe Anja, atte bing bong bye. Und tschüss. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Schmeckt ganz gut.